Das Videopech bleibt dem 1. FC Köln treu. Die Domstädter verlieren mit 0:1 gegen Mainz. Die Entscheidung fällt durch einen höchst umstrittenen Elfmeter. Pablo de Blasis lässt sich nach ganz leichtem Kontakt von Frederik Sörensen im Kölner 16er fallen. Auf keinen Fall ein strafstoßwürdiges Foul, doch Dr. Felix Brich zeigt sofort auf den Punkt. Der Unparteiische spricht nach heftigen Protesten dann doch noch mit dem Videoassistenten. Der sieht aber offenbar keine klare Fehlentscheidung und es bleibt beim Elfmeter, den Daniel Brosinski für die Mainzer im Anschluss nutzt. Sky-Experte Markus Merck spricht von einer Fehlentscheidung des Gespanns. Der Ärger ist bei den Kölnern groß und auch bei Twitter strafen die Nutzer den Videoschiri für diese Entscheidung ab. Ein Nutzer schreibt, diese Szene muss doch der Sargnagel für den Videobeweis sein. Ein anderer meint, da kann man nur mitleiden beim FC, unberechtigter Schwalbenelfmeter führt trotz Videobeweis zur Niederlage. Lukas Podolski kommentiert die Szene mit einem lachenden Smiley und einem Affengesicht, das sich die Augen zuhält. Es ist nicht das erste Mal, dass die Kölner durch den Videobeweis benachteiligt werden. Die Domstädter wollten nach einer Niederlage gegen den BVB schon mal Protest gegen die Spielwertung einlegen, da der Videobeweis bei einem irregulären Gegentor nicht eingriff. Gegen Stuttgart wurde den Kölnern ein gerechtfertigter Elfmeter durch den Videoschiri verweigert.